Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory mit dem lieben Luke. Hi. Und leider immer noch heute ohne den Mike, denn der Mike hat heute keine Zeit. Grüße gehen raus, falls er jemals eine Folge von uns gucken sollte und dann ausgerechnet diese hier. So. Ihr seht es bei mir oben rechts schon, da ist ein Rezept eingespeichert. Strom ist ausgefallen. Also ich glaube, unsere Pläne haben sich gerade ganz schlagartig geändert. Da kannst du mir aber auch schon mal so neue Stromproduktion zeigen. Die kenne ich nämlich noch gar nicht. Ich komm zu dir. Kräftig am Schwanken hier, Vara. Wo bist du denn jetzt gerade? Ich bin jetzt auf dem Weg zur Raffinerie. Die Raffinerie ist da. Okay, komm mit. Ich hoffe nur, der Strom fällt jetzt nicht aus, während ich im Hypertyp bin. Und dann fährst du, glaube ich, weiter, ne? Ich hoffe. Ja, ich glaube schon. Ich habe noch nie den Fall gehabt, dass der ausfällt, während ich drin bin. Da muss ich mal gucken, woran es lag. Das Einzige, was wir jetzt geändert hatten, war, dass wir jetzt A, ein bisschen mehr Stromverbrauch haben, was aber nicht so krass sein kann. Und B, dass der Mike ja die Geschichte angeschlossen hatte. Verdammt. Ja, ich glaube daran nichts auch. Dass er angeschlossen hatte für den abgefüllten Treibstoff. Ja, aber meinst du denn, dass das so viel Strom verbraucht, dass jetzt hier kein Strom mehr da ist? Nee, sondern dass es eher den Treibstoff kostet, weil wir haben ja Treibstoffgeneratoren. Mal gucken, woran das jetzt liegt. Beziehungsweise, je nachdem, wer das jetzt gelegt hat hier. Hier ist voll, da ist aber nicht voll. Aber wahrscheinlich ist hier Kunststoff alle. Genau. Da hinten. Mal gucken, wo hat das raus? Nee, er hat eine extra Linie genommen. Was ist hier los? Hä? Warte mal, normaler Treibstoff, die Rohre, die sind dran voll. Turbotreibstoff ist alle. Warum ist Turbotreibstoff alle? Warum? Ach, damit werden die befeuert, die Dinger, ne? Also teils, die Hälfte wird mit Turbotreibstoff befeuert und die andere Hälfte noch mit normalem Treibstoff. Das wollten wir so nach und nach, je mehr wir verbrauchen, umstellen. Oh nee, jetzt sag mir... Warte mal. Strom ist dran an dem Ding, ne? So. Also ich stecke hier gar nicht durch. Theoretisch ist hier Strom dran. So voll wie das hier ist, aber cool, was ich hier gebaut habe. Es hat doch nur 30 Folgen gedauert, bis das Gebäude hier mal einigermaßen gestanden hat. Ja, aber ist geil. Ich habe eher die Befürchtung, dass hier ein Bug drin hängt. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen. War komisch. Bist du gerade an einem Strommast irgendwo mal dran? Kann ich rangehen, wenn du willst. Wenn du einen findest, sag Bescheid. Ich weiß nicht, wo er die hingebaut hat. Ja, ich habe schon einen hier. Okay, mach mal an den Strom bitte. Läuft. Okay, Strom kriegt die Pumpe. Sie kriegt aber nur 3,4 Meter hin. Ja, das Problem ist dass, das Problem ist, dass der Stromverbrauch schwankt, sondern unsere Kapazität schwankt. Und zwar richtig hart, irgendwie 1500, noch mehr. 2000 oder so schwankt. Ja klar, weil wir keinen Treibstoff mehr rüberbekommen in die Generatoren. Das ist das Hauptproblem jetzt hier gerade. Aber wo kriege ich jetzt noch hier eine Pumpe rein, gequetscht, verdammt. Wäre blöd. Das ist alles so ziemlich eng gebaut hier. Ach, Moment. Wenn ich dir da irgendwo helfen kann, sagst du Bescheid. Strom ist aus. Ja, ich gucke gerade. Hast du Kupferblech dabei zufällig? Nein, hole ich aber gerade. Wollte ich nämlich gerade holen jetzt. Das ist sehr gut, weil das werde ich jetzt brauchen. Das sieht nämlich stark danach aus, dass wir eine weitere Pumpe brauchen, damit die überhaupt die Höhenmeter überwinden. Weil komischerweise. Sonst hat es eigentlich funktioniert. Das ging ja folgenlang so gut. Aber jetzt haben wir einen erhöhten Stromverbrauch, also einen höheren als vorher. Das heißt, es wird auch mehr Treibstoff gebraucht. Das heißt, wir müssen die Leitungen schneller füllen können. Kupferblech haben wir im Kupfergebäude, ne? Nee, Baustoffgebäude. Ach so. Wie viel brauchst du? Ja. Kannst du kurz den Strom wieder anmachen? Nur so ein bisschen brauche ich jetzt erstmal, um hier mal eine Pumpe anzuschließen. Warte, ich muss erstmal hier so eine Leitung finden. So ein Strommast. Achso, warte, das geht ja auch hier an den Produzenten. Ich wollte es gerade sagen, ja. Nö, geht nicht, bei mir. Oh. In der Mitte von dem Gebäude ist ein Strommast. Ich
muss mal, glaube ich, eine Lampe anmachen. Ach, da! Ist meine Lampe überhaupt an? Ach nee, ich drücke die falsche Taste. So, Strom geht an. Danke dir, kannst du wieder ausmachen. Ich wollte nur die Hypercube benutzen. Wobei, in der Zeit, wo ich jetzt gewartet habe, hätte ich wahrscheinlich auch laufen können. Aber egal. Hypertubing! Es ist wirklich die Produktion, die extrem schwankt. Kapazität und die Produktion, die schwankt. Der Verbrauch, der ist eigentlich nicht so enorm im Schwanken und wieder aus. Ja. Ja. Der Verbrauch geht, weil wir halt einfach kein Turbostreibstoff mehr rüberbekommen da. Wieso? Ich komme zu dir rüber, ihr Wartschild? Ja, ich laufe gerade rüber zu dir wegen Kupferblech. Hm? Dann müsstest du mir gleich hier irgendwo entgegenkommen. Vielleicht sehe ich dich schon irgendwo. Nee. Ach, du bist noch im Baustoffgebäude. Auf der Plattform bin ich jetzt hier. Ah, okay. Ach, da bist du doch. Ich hab dich gesehen. Ja. Witzigerweise die Generatoren. Nee, haben auch No Power, okay. Gut. Ich will, wenn wir jetzt da gerade eh dran arbeiten und ich dir gerade nicht wirklich helfen kann. Moin, hier, hallo, hier. Ich leg's dir hier hin, ne? 100 Stück oder ja. Was? Hau erstmal hin, da so ein Stack. Danke. Bleib mal aber vielleicht doch mal kurz noch hier, ich falls bleib ich hier. Dich ja, noch ja, mal brauche. Ich bleib hier. Alleine jetzt schon noch mal wegen Strom anschalten, dann gleich, wenn ich es dann sage. Ja, easy. Ich bleib hier. Habe ich hier einen Strommast in der Nähe? Warte mal. Nee, warte mal. Doch, da. Also wenn ich es anschalten soll, sag Bescheid. Hau mal rein, das Ding. Jo, kleinen Moment. Denn wir haben uns ja sagen lassen, Strom Wasserdruck läuft. Kann helfen. Und Strom ist aus. Strom läuft. Strom ist aus. Das reicht nicht, nee. Nee, vergiss es, reicht nicht. Mist. Okay, dann gehe ich mal gucken am Schaltkasten, dass ich jetzt mal so ziemlich genau fast alles abklemme, damit wir die Leitungen wieder gefüllt bekommen. Mach mal kurz den Strom an, bitte. Jo, sofort. So. Läuft. Ja, alles jetzt, ja. So. Jetzt kann er wieder ausgehen, jetzt bin ich im Lift hier im Dings drin, im HT. Mhm. Ja, eigentlich hatten wir ja vor, dass der Luke heute sich schon mal an die vierseitigen Rahmen ranmacht, wo ihr sehen könnt, dass wir da massenweise Produkte für brauchen, damit wir endlich mal Tier 7 und Tier 8 freischalten können im Hub. Jetzt ist übrigens, bevor ich dich jetzt nochmal unterbreche, nein, warte mal, ich unterbreche dich ja schon. Jetzt ist es stabil, ne? Echt? Ja. Okay, das ist eigenartig. Weil die Rohre sind leer. Die Supertreibstoffrohre, die rüberführen zu den Generatoren. Okay. Ja, ich kann mich noch erinnern, Mike hat mal irgendwann, ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme oder Offscreen war, hat er noch zu mir gemeint, da muss man dann bei Bedarf später, wenn wir mehr Stromverbrauch haben, muss man da nochmal eine Pumpe anschließen. Ja, Tatsache, jetzt ist aber volle Kante stabil. Hä? Hat die eine Pumpe schon geholfen anscheinend? Ich fahre jetzt nochmal zurück. Das ist mir schon wieder unbegreiblich hier. Ich fahre jetzt nochmal zurück, fahre ich. Moment, ich wollte sagen fahren, ne? Ja. Faszinierend, Watson. Da hat er sich jetzt da den Eisenhaufen hingelegt, damit er endlich weiß, welches Rohr es ist und welches nicht. Und dann guckt er trotzdem wieder, wo führt welches lang. Ja, es ist Gewöhnungssache, würde ich sagen. Ja, genau, weil ich wollte jetzt eigentlich bloß noch so auf die Schnelle die zweite Computerlinie fertigstellen. Und der Luke wollte schon mal anfangen, die Update-Zutaten herzustellen. Angefangen mit dem, wovon wir am meisten brauchen, und zwar in der vollautomatischen Produktion, die aber halt nicht für ewig stehen soll. Ja, genau. Also damit wir den Weltraumlift mal fertig kriegen. Genau. Moment. Entschuldigung. Kein Problem. Ich verzeih dir. Da war ein Mietnomade drin, der musste raus. Wenn er keine Miete zahlt, ne? Genau. Raus damit. Ja, hier habe ich natürlich einen unschönen Knick drin in diesem einem HT, aber okay, zwei unschöne Knicks drin. Und ja, lieber Gamer Audi, das ist mit vertikalem Baumodus gebaut.
Nicht in der Aufnahme, wo du es runterkommentiert hast. Das natürlich nicht. Das meiste davon habe ich sowieso offscreen gebaut gehabt. Willst du jetzt ernsthaft das Katapult versuchen? Nee, ich will. Ja. Da wurde mir zum Beispiel geschrieben, da musst du immer noch mal so ein kleines Stück dazwischen haben, damit es funktioniert. Okay. Es geht auch ohne Stück dazwischen. Funktioniert, ja. Cool. Okay. Na schön. Ich baue nochmal weiter hier kurz, ne? So ein aber bisschen. Das, was ich gesehen hatte, das war immer noch mit so einem Rohrstückchen dazwischen, so ist kleines. Ist es doch, ist es. Ach, da! Ach. Ja, toll, durchsichtig. Toll, Robin, ne? Nein. Echt jetzt? Nein. Mano! Du kriegst dich abgerissen? Doch, okay. Das ist so plump. Ach, bist du weg da jetzt? Ja, ich bin weg. Ah, okay, bei mir bist du da nämlich noch. Okay, ja, war ich wahrscheinlich zu schnell, dass das Hostnet verarbeiten kann. Achso, Mensch, apropos Hostnet, was ich euch letztens hier unten gezeigt habe, das ist gar nicht meine Internetverbindung. Der liebe Luke hat es mir vorhin mal erklärt und er erklärt es euch jetzt bestimmt auch gerne. Ah, ja, ja. holst du die Arbeit hier wieder rein heute Abend, du? Ja, also NAT ist für alle, die es ja jetzt noch nicht wissen, NAT ist eine Art Technik oder eine Arbeitsweise von Routern oder von Switchen, die sich Network Address Translation schimpft. Und die Network Address Translation hat nur damit zu tun, wie der Router die Pakete des Servers routet, also über welche Route er sie zu eurem PC schickt und zurück. Oder wie er sie verteilt. Das heißt, egal ob euer Internet super geil, schnell, cool, niedrig, latenzig, lastig ist oder nicht, das NAT hat damit nichts zu tun. Denn es gibt so ein paar Funktionen im Router, die man einstellen kann, um die NAT-Situation zu ändern. Dann steht dann zum Beispiel nicht mehr mittel, sondern hoch oder niedrig. Da gibt es so ein paar Filter oder so. Ich habe doch den Namen von den Filtern vergessen, aber wenn ihr da mal nachgoogelt, NAT und Filtering, wenn ihr zum Beispiel eine Fritzbox habt oder so, da könnt ihr das da umstellen, wenn ihr mal NAT-Probleme habt. Aber auch jeder Spielehersteller irgendwie gibt da auch ein kleines Tutorial zu, wenn man nicht weiß, was man da machen muss. Aber es hat nichts mit der Internetverbindung selber zu tun, sondern nur mit der Art und Weise, wie der Router mit den Paketen umgeht. Mit den Datenpaketen. Punkt. Komma. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob du schon fertig bist oder nicht, weil ich habe keine Ahnung davon. Ja, Punkt. Okay, gut. So. Einen baue ich noch. Dann kannst du gerne mal als Testkaninchen reinkommen, wenn du möchtest. Nee, jetzt mache ich hier endlich mal die Geschichte fertig, bevor ich jetzt noch ewig 3 Tage dran sitze. Muss ja auch irgendwann mal fertig werden, das Zeug hier. Moment, da brauchen wir jetzt Elevator 2 auf jeden Fall. Genau. Wait. Eine ungültige Form. Willst du mich verarschen? Zum Glück sind wir schon seit über einer Minute aus der zensurfreien Zone raus. Wir nehmen doch schon 14 Minuten auf. Naja, seit über einer Minute. Ist mehr als eine Minute. Der will mich ärgern. Egal. So nee, dann würde ich andere Sachen machen, das weißt du. Wir haben einen Fehler gemacht. Verdammt. 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 So. Mist, muss ich das jetzt nochmal bauen? So, der aufmerksame Zuschauer wird bestimmt bemerkt haben, dass ich jetzt gerade hier an die Kabelproduktion rangehe, die wir ja drüben vom ehemaligen Kupfergebäude rübergeführt haben, um halt die zweite Computerlinie zu füttern. Und wer so richtig aufmerksam gewesen ist, der wird gemerkt haben, ey, Moment mal, ihr habt doch da gerade mal die Menge hergestellt, die ihr braucht für die eine Computerlinie. Ja, das ist richtig. Aber der dicke Alte hat sich ja doch ein bisschen was dabei gedacht. Und zwar einfach schlichtweg die Tatsache, dass wir ja jetzt das Kupferblech von da drüben nicht mehr brauchen und das können wir jetzt alles umwandeln in den Kabel. Was? Nix, funktioniert nur. Ich finde das witzig. Achso.
Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe nicht über dich gelacht, falls du das jetzt gedacht hast. Ja, deswegen war ich gerade so verwirrt. Hä, was habe ich jetzt wieder falsch gesagt? Was will er jetzt von mir? Was hat der genommen und hat er noch was davon? So, Kabel zu kommen, das ist gut. Und zwar in MK2, denn wir brauchten... Oh, das war falsch. MK1 hätte gereicht. Okay, dann machen wir MK1. So, ja, ist okay, dann machen wir hier MK1. So. MK1. MK1, MK1. Was ich aber wirklich sehr schön finde, ist, dass man nicht nur upgraden kann, die Förderbänder und die Lifte, sondern auch downgraden. Ja, das finde ich super. Ja, genauso wie auch die, wie heißen sie nochmal, die Strommasten. Da funktioniert das genauso gut. War ich wieder größenwahnsinnig, war, habe ich natürlich wieder so ein, oh, ich habe zu wenig Eisenplatten. War ich wieder so ein MK4-Förderlift für eine ganz langsame Platinproduktion reingedeckt. Ach, Mann. Ich werde jetzt gerade größenwahnsinnig. Oh nein, habe ich den verkehrt rum drauf gesetzt, ich Idiot. So, aber das funktioniert. Die kommen rein, die kommen auch rein, sehr gut. So, rein damit. So. Dann. Was kostet ihr nochmal? Ihr kostet Verstärkte und hast nie gesehen. Okay, davon habe ich einige Sachen. Davon brauchen wir jetzt 8 Stück. Moment. Genau, soll dann hier enden, das Zeug. So. Ja, und warum ist das Maul? Oh nein! Was? Was ist los? Ah, nee, ich bin jetzt hier nicht symmetrisch geworden, weil ich habe da hinten nicht drauf aufgepasst, dass es dann zu nah an den Schredder rangegangen ist. Okay. Bei der ersten Computerlinie. Und deswegen kann ich jetzt hier nicht symmetrisch einfach immer mal kurz nach rechts drüber gucken, okay, wie viele Kacheln Platz, bis ich dann die Konstruktoren bauen muss und hast nicht gesehen. Okay. Also ich kann nicht auf selber Höhe bauen, sondern so rum. Achso. Schließlich aber vom rüber gucken, es müssten 3 Kacheln Platz sein. Machen wir mal lieber volle. 1, 2, 3 und dann hier hingedengelt. Zu teuer, ich habe keinen Stahlbeton mehr. Haben wir Stahlbeton im Baugebäude? Nein, im Stahlgebäude. Bald Stahlbeton, Stahlgebäude. Ja, ich hole das jetzt für euch. Muss das jetzt ausprobieren. Das ist so eine Spielerei wie in der alten Staffel mit unserem Jetpack-Abschussrampen. Oh ja. Das ist. Und weißt du was? Was denn? Dasselbe Ding werden wir auf jeden Fall hier auch nochmal bauen. Allerdings mit noch schnelleren Förderbändern. Mark 5, ne? Ja, warte mal ab, bis ich hier die Abschussrampe für dich gebaut habe. Dann kannst du mal sehen, was schnell ist. Ich habe nur kein Jetpack, deswegen probiere ich es dann nicht aus. Ach so. beim Raffineriegebäude, warte mal, ich glaube, da war doch irgendwo noch ein Container mit Gummi. Können wir dir endlich mal so ein Ding dengeln? So, Schleide. Kann ich auch gleich mal deinen Katapulter ausprobieren? Nee, das ist noch nicht an. Achso. Noch nicht benutzen, ist noch nicht fertig. Ich habe auch zu Vorsicht den Strom abgemacht, weil wenn man aus Versehen an der Seite dran läuft, das findet er nicht so gut. Okay. Dann klemmt man ein bisschen fest. Ja. Also irgendwo gab es mal hier noch so einen Gummicontainer. Ich habe noch keine Ahnung wo. Das kann ich dir auch nicht sagen. Das tut mir sehr leid. Nehmen wir einfach mal den, der da so allein in der Ecke steht, nehme ich mal an. Okay. Ja, da sind aber ein paar hundert Gummi drin. Also du kannst dir ein Jetpack basteln, bevor du jetzt noch weiter rumheulst. Nee, ich hätte ja gewollt, dass ihr mir eins mitbastelt. Nix da. Nix, so ist sowas hier. Sowas gibt's hier nicht. Wir mussten ja ums Überleben kämpfen. Wir waren schon im Giftsumpf, ja? Du nicht. Doch. Nein, nicht so wie wir. Wir waren richtig drin. Ja, das ist ja selbst schuld. Wer geht denn ins Gift hier freiwillig rein? Wracks? Festplatten? Ich wusste nicht, dass Wracks und Festplatten Beine haben. Nein, die sind drin im Giftsumpf gewesen. Ja. So, weiter geht's jetzt hier mit dem Thema. Schwupp. Ich muss von unten jetzt nochmal Eisenerz ranführen. Nee, aber das zu bauen... Von hier drüben. Das zu bauen war mir jetzt wichtig, weil...
So einen Quatsch haben wir auch in der letzten Staffel schon gemacht, da musste ich das jetzt einfach machen. Ja. du kannst dich damit übrigens aus der Spielwelt rauskatapultieren, wenn du das in einem schrägen Winkel baust und ich glaube, es gab da irgendwie sowas in der Richtung wie eine Formel, dass das so und so viel Abstand haben muss zwischen einem Katapult und dem nächsten und so weiter und bla blub. Okay. Dann hast du nämlich die maximale Wirkung. Ich nehme mal an, da wird bestimmt demnächst jemand schreiben. Bestimmt. Eins der zweibeinigen Lexikons aus der Zuschauerschaft. Also für bestimmt reinschreiben. Für so einen Schabernack bin ich immer gern zu haben. Also wenn ihr da noch Tipps habt und ich dann irgendwie falsch mache, dann gern Bescheid sagen. Der Gamer Odi hatte es schon mal geschrieben, ich weiß aber nicht mehr unter welcher Folge. Das war noch die Phase, wo er sehr, 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 sehr viele Tipps geschrieben hat. Und ich mir einfach nichts mehr merken konnte. Da war Game Over für Gehirn. Ach so. Ja, aber er ist bestimmt so nett und schreibt das nochmal für mich. Bestimmt, ja. Am besten unter Link seinem Video. Dann hat das nämlich gleich da drin. So, wir haben jetzt hier eine 60er Eisenerzproduktion. Jetzt bin ich immer überlegen. Pass mal auf hier. Machen wir hier Produktion. Jetzt offen. Wir haben es gleich, Leute. Wir haben es gleich. Okay. Was bist du für einer? Du bist MK1. Wer dich aufwerten möchte, brauche ich wahrscheinlich nochmal einen mobilen Miner. Natürlich. So. Das fällt ihm jetzt in der 21. Minute auf. Wunderbar. Was, dass du mobile Miner brauchst? Jo. Ja, wir hatten doch noch irgendwo welche, oder? Jo, im Batcave. Du, wenn nicht, dann hätte ich dir jetzt auch welche gebaut. Was ist jetzt schon wieder zu teuer? Da sagst du was. Ich kann mir doch welche bauen, Mensch. Ich habe keinen Beton. Ich brauche gerade nur Beton was? Haben wir aber im Baustellengebäude, ne? Im Baustoffgebäude? Ja. Ja, ja. Ja, Gott sei Dank. Muss ich ja nicht. Der Beton hast du ja auch im Stahlgebäude, weil brauchst du ja für Stahl. Ja, klar, das ist ja auch, aber ich wollte jetzt nicht schon wieder quer durch die Base laufen hier. Aber wenn du gerade dann sowieso, wo ist eigentlich der LKW von Mike? Der steht im Stahlgebäude, glaube ich, unten drin. Verdammt! Wieso? Was hätte ich gesagt? Leg mir doch mal bitte ein paar Eisenplatten unten in den LKW rein. Wo bist du denn? Nee, ist egal, ich mach den Rest jetzt hier mit MK3-Förderbändern, das ist mir jetzt im Wumpe. Ich will jetzt hier bloß mal eben den Miner hier aufwerten. Zack. Ja. Mach das halt ist er nämlich jetzt bei 120. Jetzt ist er bei 120, oder? Warte mal, ist das ein unreines oder ein normales gewesen? Verdammt. Das war normales, okay. Dann hat er jetzt doch 120. Das ist genau die Menge, die wir brauchen. Ach Mensch, Robin, du bist doch wieder ein. Oh, du bist wieder so toll. Du kannst wieder richtig gut rechnen, kannst du. Das klingt, wenn du einen MK1-Miner baust, dann hast du doch schon einen mobilen Miner drin, ne? Ja. Und wenn du den upgraden willst, dann brauchst du ja bloß noch einen weiteren. Das ist wohl wahr. Hm. So, zur Strafe gibt's dafür keine Tickets. Und zur Strafe wird geballert. Nee, zur Strafe habe ich jetzt das Ding geschrottet. So. So. Mensch, da hinten wollte ich da hin. Mann. Wenn du möchtest, kannst du gleich zum krönenden Abschluss der Folge einmal bitte herkommen. Nö. Nope. Als Testkaninchen. Nee, jetzt. Ich sag jetzt zum Ende der Folge. Dauert ja noch ein paar Minütchen. Bis zum Ende. Ich muss hier eh noch munter anschließen. Quietsch, Quatsch, bzz. So. Habe ich jetzt alle angeschlossen hier? Pop, 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 pop. Ja. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn man das Ding da noch ein bisschen steiler bauen könnte. Weiß nicht, ob das geht. Ah, verdammt. So. Das ist ein bisschen hart, glaube ich. Ah, lassen wir es so. Ich will mich ja nicht umbringen. Nicht? Oh, ich freue mich schon so. Ich mag das, wenn man so Mist baut und dann
hoffe ich, dass das funktioniert. Ja, genau. Okay, Robin, drück mir die Daumen. Ja. Zack. Ich warte jetzt nur auf den Smiley mit den zwei gekreuzten Augen. Ich glaube, der macht Spaß. Entschuldigung, meine Sachen sind weg. Du bist wahrscheinlich nicht mehr in der Karte. Okay. Ich wusste gar nicht, dass das so geht. Ich fliege immer noch. Was? Ich respawne mal. Ja, das wird wahrscheinlich besser. Alter Schwede. Und du wolltest jetzt extra von mir per Hand geklöppelt auch noch so ein Dingens haben hier, ne? So ein Jetpack-Gedönse da. Das wäre jetzt weg gewesen, aber volle Kante. Ja, ich hab jetzt echt nicht damit. Ich hab das eben ausprobiert, da ist man ja kaum weit geflogen. Und jetzt. Ziemlich weit. Sagen wir mal ziemlich weit. Okay, dann muss ich das anders machen. Weil das kann man ja nicht benutzen dann. Was ist los? Kann ich dir helfen? Ah, ich habe wieder genau die Ecke erwischt. Also so ein Millimeter Futzel hier, wo er dann entweder direkt ansteckt an den Splitter oder nicht rechtwinklig davon entfernt baut. Ach so. Aber gibt ja einen schönen Trick. Triggity. Ja, sowas lernt man dann, wenn man im Alleingang zwei Abende lang eine Motorenproduktion und eine mehrfache modulare Rahmenproduktion hochzieht. Hat er sich nämlich im Umfang gedacht, ey, kann dir wahr sein, dass ihr das alles so schick baut und ich nicht. Jetzt muss ich mal gucken, wie das so geht und warum das so ist. Ach so, okay. Und ich muss hier mal die Gefahrenstufe entsorgen, weil nicht, dass Mike bei der nächsten Runde da reingeht. Oh, was ist das denn? Bumm. Und weg. Also, dass das so abgeht, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Das macht Spaß. Wie viele nehme ich denn weg? 4 Stück? Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe es ja auch noch nicht ausprobiert. Solltest du jetzt auch noch nicht tun, wenn du deine Sachen behalten willst. Ich kann doch vorher speichern. Das ist ja Cheaten. Ich nehme mal 2, 3, 4, 5 weg. Hallo? Juhu. Hey, alles klar? Ja, bei dir so? Ja, auch. Ich baue hier ein bisschen rum. Ein bisschen Mist. Jetzt hättest du sagen müssen, ja, au! Hast du nicht verstanden, ne? Doch. Oh, okay. Ich glaube, das kommt gut. Und okay, ich bin trotzdem gestorben, weil ich ja nur 3 HP hatte, aber mit dem Jetpack ist das absolut perfekt. Erste Sahne. Du kommst von da aus jetzt überall hin, wo du hin willst in unserer Base. Und wahrscheinlich mit dem Jetpack kommst du auch bis aufs andere Ende. Ach, du hast noch umgebaut jetzt, ne? Naja, ich hab halt das Ende halt ein Stück nach oben, ja. Das hat nämlich, ich glaube auch der Gamer Audi geschrieben gehabt, dass man sich so sogar in Verbindung mit einem Hypertube-System ein super schnelles, also ein transportierendes Hypertube-System, nicht nur ein katapultierendes, ein super schnelles Transportmittel schaffen kann. Ja klar, du kannst ja jetzt auch einfach den an deinen Hypertube anschließen, dann ballerst du da halt mit 300 km/h durch. Aber genau. Das Problem ist, wenn du irgendwo rauskommst, tut's weh. Deswegen ja. Nach oben ist schon sicherer, damit du das in Ruhe noch mit dem Jetpack abbremsen kannst. Ja. Genauso hat er es auch, glaube ich, geschrieben gehabt, dass man dann einfach da, wo man ankommen möchte, wieder in das nächste Hypertube-Ding reinkommt, was einen dann gleich wieder nach oben katapultiert, um dann da wiederum, ach, das ist wieder falsch, ich baue jetzt hier 5-mal hintereinander falsch, um dann da wiederum von oben aus mit dem Jetpack gemütlich und gechillt dahin zu düsen, zu dengeln, wo man hin wollte. Ja, genau. Das, denke ich mal, klappt. Oder man klatscht sich halt Wackelpudding drunter. Oder so.
Aber der frisst ja auch dann wieder, obwohl, der frisst weniger Strom als Hypertubes. Hat man festgestellt. Jo, keine Ahnung, kann sein. Wo bist du denn? Wir sind ja jetzt gleich am Folgenende hier und ich wollte das mit dir nochmal ausprobieren hier. Und da es für uns heute schon wieder die letzte Folge ist, dachte ich mir, wir machen heute wieder eine schicke Überlänge. Ja, okay. Können wir machen. Denn ich bin jetzt gerade dabei, hier noch die Förderbänder zu legen für die Schraubenproduktion, die wir ja für die Computer brauchen. Und da müssen wir unbedingt dran denken beim nächsten Mal, unbedingt dran denken, vielleicht auf einen Zettel schreiben oder so, dass wir noch die Kabelproduktion im alten Kupfergebäude erhöhen. Dann würde ich sagen, baue ich mir schnell mal so die wichtigsten Sachen zusammen, die ich brauche wieder, weil ich habe ja nichts mehr. Wie, hier. Ach ja, unten im Batcave. Schwuppi. So. Oh! Was ist los? Kann ich dir da irgendwo helfen? Eisenplatten. Damit kann ich dir leider gar nicht helfen. Warte. So, Sprungstilz. Bevor ich jetzt hier quer über die ganze Karte latsche, so eigentlich schon nach Ende der Folge. Ich habe doch hier noch Eisenbarren rumliegen und da noch eine Werkbank und hier noch eine Werkbank. Mike, wie das manuell fertig? Oder hat der Mike hier irgendwas drin geworfen? Ja, dann nicht. Na gut. So, Eisenplatten. Mal schnell so eine kleine Anzahl hergestellt. Mal so 20, 30 vielleicht. Das sollte ja wohl langen. Hoffentlich. Wer weiß. So, erstmal 30 Stück. Denn eins davon kostet zwei, das ist in Ordnung. Stangen habe ich auch noch hier noch. Und dann gehen wir ja wieder mit den Förderbändern weiter. Dann machen wir jetzt einfach auf, wenn sich das nicht rechnerisch lohnt. Aber ich habe jetzt einfach nicht mehr das Material dafür. Und ich bin jetzt doch ein bisschen zu faul, da jetzt nochmal extra wegzulatschen. Deswegen. Sitzen wir hier wieder bis morgen dran. Also heißt das jetzt was? Das heißt jetzt, dass ich einfach mit einem MK2 baue, obwohl ich bloß einen MK1 gebraucht hätte. Okay. So, modulare Rahmen habe ich parat. Jetzt brauche ich noch Statoren, glaube ich, ne? Für die Sprungstelzen, meine ich jetzt. Achso, keine Ahnung. Wo sind die denn? Oder bin ich noch einen zu weit? Oh ja, ich glaube, ich bin noch einen zu weit unten. Weil die wollte ich wenigstens schon mal gebaut haben wieder, damit man sich wieder flott von A nach B bewegen kann. Nee, hier sind sie auch nicht. Und vielleicht einen drunter? Oh, verdammt. Schwuppi. Sag mal, da fällt mir ein, gibt's hier eigentlich auch unterschiedliche Baumodi? Wo denn? Nee. Bei Förderbänder wollte ich jetzt gerade mal gucken, so aus Neugier. Ah. Hätte ich jetzt noch nicht gesehen. Ich habe aber auch die Baumodi bei den anderen Sachen noch nicht gesehen. Es ist noch neu für mich. Aha. Ja, ist ganz witzig, also. Kann man empfehlen. Ja, musst du mir irgendwann mal zeigen. Aha. So, Schrauben könnte man auch mal gebrauchen. Stangen auch. Platten haben wir bestimmt auch noch irgendwo. Dann habe ich wieder die Basics alle wieder dabei. Yes. Cut, yes. Nee, keine Werbung. Oh. Böse. Die schmecken nicht. Was, echt? Böse? Ja, diese soft und leicht, nur für dich, bla bla bla. Schmeckt genauso wie was mit 3 Tonnen Zucker drin. Das ist alles gelogen. Stimmt nicht. Also, schmecken bestimmt nicht schlecht, aber die schmecken nur nicht, weil kein echter Zucker drin ist, oder wie? Nein, man schmeckt halt, dass kein Zucker drin ist. Also so Süßstoffkram, okay. Das schmeckt man halt. Ja. Das ist genau wie mit der ohne Zucker von einem großen schwarzen Flüssigkeitshersteller. Also nicht der Hersteller ist schwarz, sondern die Flüssigkeit. Und wenn du da die ohne Zucker trinkst, gerade auch immer diese Werbungen, wo die diese Becher im Becher verstecken. Ich habe immer mal gebetet, dass das im Kino oder so jemand mit mir macht und ich ihm dann den Becher um die Ohren hauen kann und sage, was ist da für ein Söff hier drin? Weil man schmeckt das sofort, dass das keine echte ist. Es geht mir jetzt gar nicht darum, dass sie super blöd schmeckt oder so. Man kann die wohl trinken, aber zu sagen, sie schmeckt haargenau so, das ist, finde ich, nicht wahr.
Oder? Kann ich nur bestätigen. Also es schmeckt nicht exakt, aber man kann es trinken. Ja, man kann es halt trinken, aber es ist halt gelogen, wenn man sagt, es schmeckt identisch. So. Meiner Meinung nach. So. Kiste. Warte mal, meine Kiste ist da hinten. Heißt das, meine Kiste ist noch da? Ist die da, wo man losfliegt? Ja. Die ist da gespawnt jetzt wahrscheinlich. Cool. Du warst so schnell, dass das Spiel nicht hinterhergekommen ist und deswegen warst du tot. Muss ich mir das mal angucken. Ich hoffe, das ist jetzt, wenn man nochmal stirbt, ist dann die erste Kiste weg. Keine Ahnung. Es wäre jetzt natürlich. Sag Bescheid, bevor du ran ist, dann speichere ich nochmal. Nee, es ist ja. Ich bin ja schon zweimal gestorben jetzt. Achso. Aber es wäre schön, wenn das die erste Kiste wäre mit meinem ganzen Krempel drin. Ach nee, warte mal, ich habe mehrere Kisten. Auf dem Dings. Oh, ich habe alle meine Sachen wieder. Hast du sie wieder alle beisammen, ja? Ja, ich habe sie wieder alle. ja, cool. Das finde ich jetzt super gut. Blätter, was soll ich damit? Essen? So, er soll hier Stangen herstellen in der ganzen Linie. Das kann auch weg. Stangen. Das schon mal. Well. Stangen. Das finde ich ja schön, dass meine Sachen nicht flöten gegangen sind. Hier war Eisenerz angesagt. Hier war auch, nicht Eisenerz, Eisenbarren angesagt. Dann hier drüben noch die Schrauben. Schrauben. Nee, nicht Schrauben. Das Coole ist, jetzt kann ich einfach mal testen. Ich habe jetzt wieder volle HP. Jetzt kann ich mal eben testen, wie viel Schaden man wirklich kriegt. Also durch dem, bei dem gefixten Sprung, natürlich nicht bei dem Todessprung. Mhm. Aber das musst du dir unbedingt angucken. Wenn die Folge online ist, guck dir das mal an, dann siehst du den Sprung. Okay. Nom, nom, nom. Bist du am Essen? Nein. Das hört sich so an. So, und du musst jetzt gleich hierher kommen. Wir müssen das ausprobieren. Warum ist hier kein Strom drauf jetzt? Was? Strom. Hä? Oh nein, jetzt fliege ich richtig weit. Da bin ich garantiert tot. Ich hab's überlebt mit einem halben Lebenspunkt. Und ich hab mich, weißt du, von wo ich gerade. Ach, du siehst es einfach gleich selber. Gut, jetzt muss ich natürlich nur aufpassen, weil jetzt halte ich so gut wie nichts mehr aus. Dieser Mike! Kann ich dir irgendwie helfen? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der hat mir einfach mal klammheimlich die Stromabzug weggeklemmt. Kann ich mir gut vorstellen. Ich will ihn da jetzt nicht grundlos beschuldigen. Es kann natürlich auch sein, dass ich selber einfach nur vergessen habe, es richtig anzuschließen. Ihr habt euch in den letzten Folgen ja auch eigentlich extrem gezofft. Also es würde mich nicht wundern. Ach, das war nicht zoffen, das war Liebe von Stänkern. Ja, okay. Wenn du das sagst. Ah, Robin, warum hast du das nicht gemacht? So, ich möchte jetzt endlich ein Jetpack haben. Da braucht man Gummi für, ne? Gummi habe ich natürlich jetzt nicht dabei. Raffineriegebäude. Ja, das ist auf der anderen Seite hier, das schaffe ich nicht mehr. Dann bau doch nochmal so ein Katapult. Ja, genau. Der Rückweg. Also die kosten übelst viel Strom, die Dinger, ne? Ja, aber nur wenn sie benutzt werden, oder? Nein. Immer? Dauerhaft. Sie sind in Bereitschaft sozusagen. So, ich gehe jetzt mal rüber ins Raffineriegebäude und guck mir mal an, was du da gemacht hast. Denn die zweite Computerproduktion, die läuft. Auf lange Sicht kann sie auch nicht auf 100% laufen. Denn wie gesagt, Kabel zu fehlen noch. Bitte warte auf mich. Ja, ich bin doch noch auf dem Weg, Mensch. Ja, aber ich bin auf der anderen Seite hier. Dann nimm noch Hypertube. Bin dabei. So, Kabelproduktion im alten Kupfergebäude. Ich notiere mir das jetzt so, im alten Kupfergebäude. Gebäude. Ja. Ist denn der. Ach Mensch, siehst du, jetzt haben wir ihn verpasst. Der Gamma Audi ist jetzt wieder rausgegangen. Der war mich die ganze Zeit noch im Teamspeak. Aber abwesend. Ja, schade. Wir hätten ihn ja einfach mal überraschungsmäßig mit dazu switchen können. Ja, wir hätten uns gleich mal fragen können wegen Katapult. Ja, richtig. Oh, jetzt ärgert er sich bestimmt. Dass wir immer dienstags hier sitzen. So, hier im Kupfergebäude für PCs.
Wenn er die Folge guckt, ärgert er sich bestimmt. Dann hätte er da geblieben, wäre er jetzt mit drin gewesen. Mhm. Nächstes Mal, so. Odi, nächstes Mal. Sag mal, wo bist du? Ich stehe am Eingang vom Katapult sozusagen. Ja, okay, ich bin auch sofort da. Alter, warum hast du denn so krass viele Strommasten hier in der Pflanze rein? Ja, weil das erstmal ganz viel mehr Katapultstücke waren. Achso. Du musst mich einmal hauen. Ich speichere. Ach, hier bist du, jetzt bist du da. Ja, speicher mal. Dann können wir das ja als Abschluss nehmen und dann laden wir einfach vor dem Sprung neu. Weil ich werde sterben, ich habe nämlich zu wenig HP. Yes. Und los! What the? Let's go! Ja, ich glaube, wir können es endgültig auf die Ausstauer wissen. Wir können es endgültig auf die Förderbahnkatapulte verzichten. Ja, ne? Oder das möchte ich probieren mit dem schnellsten Förderband. Mit dem schnellsten Förderband und dann da rein? Da rein. Ich glaube dann, ich kann das auch noch stärker machen. Ich habe es ja wieder abgebaut. Ich kann dafür sorgen, dass du aus der Map fliegst. Das ist kein Problem. Bin ich ja eben. Ja, komm. Ich meine, wir haben Freitag eine 46-Minuten-Folge gemacht. Dann können wir jetzt auch mal ausnahmsweise nochmal so. Dann ist es schon mal eine zusätzliche Folge als Bonus, wenn man zweimal eine Viertelstunde rechnet. Als Bonus dafür, dass du jetzt wieder da bist, ne? Und als Bonus dafür, dass wir eine 5-Folgen-Woche gebonust haben? Das auch noch, ja. Okay. Dann ist das ursprüngliche Versprechen mit einer 7-Folgen-Woche wieder drin. Theoretisch, ja, aber irgendwie ist meine Kiste... Oh nein, sie liegt bei meiner Leiche. Oh mein Gott. Verdammt. Robin, ich brauche bestimmt 10 Minuten, bis ich bei dir bin, oder? Das nicht, aber 5 Minuten locker. Weil ich meine Kiste also erst wiederholen muss. Verdammt. Also ich habe hier eine Kiste, aber das kann nicht deine sein. Nee, ich weiß, wo meine Kiste ist. Ich sehe sie ja. Also ich sehe sie auch hier am Eisengebäude und da sind aber keine Ausrüstungsgegenstände drin. Achso, ja, nee, dann ist das die falsche. Ich bin auf dem Weg jetzt zu einer Kiste. Weit weg. Far, far away. Wenn Mike irgendwann fragt, warum liegt hier eine Spielerkiste? Oder eine Kiste mit Sachen drin? Können wir sagen, naja, Lukas ist ein paar Mal gestorben. Jo. Sehr cool, Robin, diesmal merkst du das hier, du willst hier rein. Zack. Hast du jetzt das schon erweitert oder nicht? Was, das für diese Tubes? Hm? Hey, ich hole doch meine Kiste gerade wieder. So, na dann. Du, da frag jetzt wieder zurück, dann stelle ich mich jetzt ans Kupfergebäude ran. Ganz ehrlich. Ja. Denn, wie gesagt, beim nächsten Mal werden wir uns darum kümmern, das Kupfergebäude mal ein bisschen umzubauen. Und bevor das der Mike wieder machen muss und er mir dann sagt, ich komm ja zu nicht hier, ich muss ja ständig was machen. Ja, ist richtig. Hatten wir jetzt eigentlich noch eine Festplatte drin? Weiß ich gar nicht. Oh, meine Sachen sind alle wieder da. So. Nee, hatten wir nicht mehr, okay. Und weißt du, was wir als nächstes machen werden? Nee, warten. Während diese Lift-Dinger gebaut werden. Hau raus. Munition. Und allein auch schon mehr Schießpulver und mehr verdichtete Kohle auch für die Zukunft mit ranholen, sodass wir dann jederzeit von Munition auf verdichtete Kohle umstecken können. Denn die verdichtete Kohle, die braucht man ganz dringend für den Turbotreibstoff. Robin? Ja? Kohle muss verdichtet sein. Der kam jetzt nicht an, ne? Nee. Schon klar. Von welchem Film sprichst du? Schreibt's in die Kommentare. Wer diese Anspielung versteht, der ist auf jeden Fall Joke Bro. Ich erkläre dir das jetzt nicht. Das müssen dann die Zuschauer machen. Okay. Junge. So, ihr Lieben, deutlich Überlänge, ne? Ja, ich wollte es gerade sagen, das schaffen wir nicht mehr mit dem Tube-Erweiterung, aber versprochen, genau. Das machen wir noch und dann kleiden wir Robin mal aus der Welt raus. Ich hab mich genau, ihr wollt ja, deswegen macht ihr das hier, ich hab's doch immer gesagt, ihr wollt nur auf meinen Zug aufspringen und mich dann auf den Zug setzen und wegfahren sehen. Du meinst so wie am Anfang? Ja, so ungefähr. Okay.
Gut. Also, ich stehe jetzt auch schon hier im Kupfergebäude unten drinne, da wo die Kabelze und die Kupferbleche produziert werden. Da müssen wir jetzt dementsprechend mehr produzieren. Also die Kupferbleche hier weg. Daraus sollen dann Kabel gemacht werden. Die wiederum müssen wir noch gucken, ob das hier ausreicht mit... Das ist MK2, das sollte eigentlich ausreichen. Guckt euch das notiert an. Notiert habe ich mir auch. Da ist er wieder betrunken und dann leugnet er das wieder. Wie heißt du nochmal? Guckt's euch an. Wie heißt du nochmal? Wer? Gut. Ey, komm, jetzt hier 45 Minuten. Ihr Lieben, ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet doch sehr gerne morgen wieder rein. Ciao. Schießen wir Robin in die Welt. Ciao.